Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Medienvertreter, sehr geehrte Kollegen vom Ministerium, sehr geehrte Kollegen vom Thüringforst, wir begrüßen Sie ganz herzlich heute zur Veröffentlichung der Daten und der Interpretation der Daten der vierten Bundeswaldinventur. Vor einer Stunde hat der Bundesminister Özdemir die Daten für die Bundesrepublik Deutschland bekannt gegeben und wir machen das heute für Thüringen. Die Bundeswaldinventur ist eine Großrauminventur. Sie haben ein entsprechendes Handout sozusagen auch vor sich liegen. Die deutschen Wälder im 4x4 Kilometer Raster überzieht und dann aus diesem Raster heraus Daten erhebt, misst und entsprechend bewertet. Allerdings bei diesem Gitternetz von 4x4 Kilometern würden Sie keine statistisch gesicherten Angaben für Länderverhältnisse bekommen. Und weil wir die aber brauchen, weil wir das für die Waldbesitzer wollen, für die forstpolitische Entscheidung auch im Land, haben wir dieses Bundeswaldinventurnetz verdichtet auf 2,8 Kilometer. Das sind dann knapp 2.800 Messpunkte oder Bewertungspunkte in Thüringen, ganz konkret 2.793. Damit bekommen wir dann aus den Wäldern heraus Daten, die statistisch gesichert sind. Also die Frage, ist es Wald, ist es kein Wald, das Alter, Vorräte, Zuwächse, diese Probepunkte sind vermarkt, also sprich in der Regel Metall, Pfähle in der Erde, dass man sie immer wieder findet. Und das Grundprinzip ist, alle 10 Jahre werden die gleichen Punkte wieder aufgesucht. Die Bäume werden gemessen bei vielen Inventuren, also Forsteinrichtungswerken zum Beispiel, gibt es auch Schätzungen und werden Tabellen verwendet, also Ertragstafeln. In diesen Fällen wird es also gemessen, damit man sichere Daten bekommt. Und die Kosten dafür trägt Thüringforst, also das kostet ungefähr 400.000 Euro. Diese Aufnahmen für so eine Bundeswaldinventur und der Bund rechnet und wertet die Daten, die er dann von den Ländern bekommt. Bisher bei diesen Bundeswaldinventuren für die ostdeutschen Länder ist es jetzt sozusagen die dritte. Die anderen lagen vor der Wiedervereinigung. Bei den Altländern sozusagen ist es dann die vierte. Hat man über ein einheitliches Verfahren, das in der ganzen Bundesrepublik gleich abläuft, entsprechende wertbare Ergebnisse. Und normalerweise ist das auch so, dass das reicht. Im Wald finden Veränderungsprozesse sehr langsam statt. Ja. Die rasanten Veränderungen, die wir gerade auch in Thüringen haben, da sind wir ja durchaus Vorreiter, oder Hotspot derzeit, was den Borkenkäfer zum Beispiel angeht. Das ist natürlich dann mit solchen langfristigen Aufnahmen schwerer abbildbar. Für die Bundeswaldinventur selber, die Inventurleitung lag in Gotha beim Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrum. Die Leiterin Frau Geisler wird dann auch gleich die einzelnen Daten ein bisschen auswerten. Dort sind die Aufnahmen in 2021 und in 2022 erhoben worden draußen. Ja, das muss man immer jetzt wissen dabei, bei den Ergebnissen, die wir haben. Und das Ganze ist auf den Stichtag gerechnet, 1.10.22. Sie alle wissen aber, dass wir natürlich die massiven Waldschäden in Thüringen gerade in 22, 23 und jetzt fortfolgend haben. Die können natürlich dann nicht in den Werten enthalten sein. Ja, wenn es kleinere lokale Schäden sind, dann gehen die in der großen Stückzahl der Aufnahmepunkte unter. Aber für uns ist es so, dass die klimawandelbedingten massiven Schäden, ich erinnere daran, dass wir in 23 6 Millionen Festmeter Borkenkäferschäden hatten, eine Verdopplung also von 22 zu 23 und die Schadfläche jetzt in 24 zum Beispiel bei 120.000 Hektar liegt. Bei den Aufnahmen in 21 wären wir bei 40.000 Hektar gewesen sein. Ja? Diese Veränderungen, die sind in den Zahlen nicht drin. Aber wir können natürlich rechnen bzw. auch interpretieren, was sich an diesen Zahlen dann ändern wird in der nächsten Aufnahme. Ansonsten die größte Genauigkeit haben wir dann in der nächsten Aufnahme, die dann wieder gemacht wird. Beziehungsweise ist auch noch eine bundesweite Kohlenstoffinventur geplant für 2026, sozusagen eine Zwischenaufnahme, Zwischenrevision,
der Waldzustände. Das ist eigentlich das, was wir vielleicht mit beachten müssten, dass die Zahlen den Zustand 21/22 widerspiegeln. Ja. Und damit würde ich jetzt die Frau Geisler als Leiterin des Forschungs- und Kompetenzzentrums bitten, zu den Einzelergebnissen für Thüringen jetzt hier Ausführungen zu machen. Vielleicht wechseln wir die Plätze, ich setze mich ein bisschen darüber. Schönen Dank erstmal. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich außerordentlich, dass wir heute die Ergebnisse der Bundeswaldinventur für Thüringen vorstellen können. Herr Gerhardt hat es bereits gesagt, die Landesinventurleitung liegt im FFK Gotha und diese arbeitet der Bundeswaldinventurleitung in Berlin dann zu und wir spielen uns damit ein Hand und Hand. Die Datenauswertung erfolgt in Berlin und wir interpretieren dann unsere für unseren Bereich. Ich habe Ihnen hier, als Herr Geppert schon sprach, so ein bisschen die Folien eingeblendet zum Aufnahmeverfahren. Wenn dazu Fragen bestehen, wird man das vielleicht im Anschluss machen, damit ich da jetzt das nicht wiederhole. Auch ist einiges dazu im Handout integriert. Kommen wir zu den Hauptergebnissen. Wie gesagt, wir präsentieren jetzt so die Hauptergebnisse. Details werden dann, denke ich, in der folgenden Broschüre dann noch mehr aufgearbeitet. Aber das sind jetzt die wesentlichen Punkte. Der erste Punkt, die Waldfläche in Thüringen bleibt stabil. Das ist eine gute Aussage, denn es gibt auch in Thüringen Infrastrukturprojekte, andere Projekte, die auch immer wieder Waldflächen in Anspruch nehmen. Aber in den letzten 10 Jahren hat sich das so ausgeglichen, dass man statistisch keinen Verlust oder keinen Aufwuchs feststellen konnte, sondern eine stabile Waldfläche. Wir liegen jetzt insgesamt bei ca. 555.000 Hektar Wald. Und Sie sehen, wir haben das sehr untergliedert in verschiedene Punkte. Das sind alles forstliche Fachbegriffe, wenn wir über Wald sprechen. Das ist zum einen der Holzboden, also da, wo wirklich Wald steht. Und es gibt den Nichtholzboden. Nichtholzboden sind zum Beispiel breite Waldwege, Wiesen, also Flächen, die zum Wald gehören, aber tatsächlich auch nicht beabsichtigt sind, mit Waldbäumen zu bepflanzen. Der Holzboden unterscheidet sich dann noch einmal in das Thema Blöße, also da, wo wirklich nichts steht, und in das Thema Waldfläche, die bestockt ist. Und davon gibt es dann die Zahl, die begehbar ist und die, die nicht begehbar ist, zur Inventur. Das ist also so die Forstnomenklatur, die wir hier anwenden müssen. Aber die Hauptaussage, Waldfläche stabil und weiterhin die 555.000 Hektar Wald. Damit liegen wir bei 34,3% Anteil Wald in Thüringen, von der Gesamtfläche Thüringen, und liegen damit ein kleines bisschen über dem Bundesdurchschnitt, der bei 32,3% liegt. Wir sind also ein waldreiches Bundesland. Ja, kommen wir gleich zum nächsten Thema, und das ist die Eigentumsverhältnisse. Auch dieses wird in der Bundeswaldinventur erfasst. Und auch hier kann man sagen, dass es eigentlich keinen signifikanten Unterschied zu 2012 gab. Der größte Anteil hat immer noch der Privatwald. Privatwald 45% der gesamten Waldfläche. Und man muss dazu sagen, der größte Anteil da unter 20 Hektar Eigentumsbesitz. Also wir sind ein kleinprivatwaldgeprägtes Bundesland. Und der Waldbesitzerverband ist mit seinem Geschäftsführer auch hier. Schön, dass ihr mit da seid. Genau. Er hört heute auch zum ersten Mal die Ergebnisse. Gut. Danach kommt schon der Landeswald, also der Staatswald, mit 37%, gefolgt vom Körperschaftswald mit 15,5% und einen kleinen Anteil Staatswald des Bundes liegt auch in Thüringen mit 2,5%. Da ich einige Aussagen jetzt immer auf die Eigentumsverhältnisse beziehen werde, muss man das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wo welche Anteile liegen. Und dann kommen wir schon zu einem sehr wichtigen Punkt für Waldbesitzende, und das sind die Nutzungseinschränkungen. Also Einschränkungen, wo der Waldbesitzer aufgrund von rechtlichen, ökologischen oder auch reineweg naturräumlichen Gegebenheiten den Wald nicht so nutzen kann, wie er das gern möchte. Das geht von
kompletter Flächenstilllegung bis hin, dass er nur zu bestimmten Zeitpunkten nutzen darf oder weniger nutzen darf, also diese ganze Bandbreite. In Thüringen liegen wir da bei 21,9%. Das ist ein gewaltiger Anstieg. Zur letzten Bundeswaldinventur lagen wir in Thüringen bei 6,7%. Also das ist schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Man muss nur dazu sagen, bei diesen Zahlen, jedes Bundesland steuert diese Zahlen separat ein, sodass diese Zahlen, wenn Sie das dann mit dem Bund oder anderen Bundesländern vergleichen, dass man genau hinschauen muss, was etablieren die in den Begriff Nutzungseinschränkung. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber wir in Thüringen gehen von 21,9% Nutzungseinschränkungen aus. Dieser verteilt sich aber in den unterschiedlichen Waldbesitzformen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, unterschiedlich. Den größten Anteil von seinen 2,5% hat der Bundeswald, also der Wald im Eigentum des Bundes. Hier liegen die Nutzungseinschränkungen bei 52%. Danach folgt schon das Eigentum des Landes Thüringen, also von Thüringen Forst und im Land, bei 27,9%. Der Körperschaftswald, also die Kommunen und Städte und die Stiftungen, tragen mit 20,2% bei. Und beim Privatwald liegen wir bei immerhin auch 16% Nutzungseinschränkungen. Kommen wir zur naturräumlichen Ausstattung. Wir sehen hier die Baumartenverteilung, wie wir sie 2021, 2022 in den Thüringer Wäldern vorgefunden haben. Und ich habe Ihnen das mal ganz einfach hingeschrieben. Es ist immer noch so, der Hauptanteil nimmt die Fichte ein, dann kommt die Buche, dann die Kiefer, dann die Eiche. Aber wir haben eine erhebliche Verschiebung zur Bundeswaldinventur 2012. Wir haben bei den Laubbäumen einen Anstieg von 8%, wenn man alle Laubbäume zusammenfasst. Und wir haben einen Verlust bei den Nadelbäumen von 10,5%, immer im Vergleich zur Bundeswaldinventur 12. Sie sehen, wir haben innerhalb von 10 Jahren, natürlich auch ein bisschen angetrieben jetzt durch die Kalamität, aber dennoch eine Baumartenverschiebung von 8% bzw. einen Verlust von 10%. Das ist enorm für ein eigentlich träges Ökosystem wie den Wald. Ein Wort hatte vorhin Volker Geppert schon gesagt, und das ist das ganze Thema Blößen. Das Thema Blößen und Lücken lag zur Bundeswaldinventur beim begehbaren Holzboden bei 23.000 Hektar. Das ist eine große Zahl. Vergleichbar dazu war die Fernerkundungszahl, die mit 76.000 Hektar zwar höher lag, aber auch nicht genau dieses Spektrum umfasste. Dennoch schon hier sichtbar ein großer Anteil von Blößen. Ich habe Ihnen hier nochmal aufgetragen, wie so ein Wahlchart, wie sich die einzelnen Baumarten anteilig verändert haben. Und wir sehen erwartungsgemäß, dass sich insbesondere die Fichte im Anteil der Waldfläche sehr, sehr deutlich ausgeprägt hat. 35.000 Hektar weniger Fichtenfläche. Und wir sehen, dass andere Baumarten doch deutlich anteilmäßig zugenommen haben. Das sehen wir bei der Eiche, das sehen wir bei der Buche. Sie sehen es bei den Ahornern und Sie sehen es auch bei sonstigen Laubhölzern mit langer Lebenszeit. Abgenommen hat neben der Fichte auch die Esche. Das ist Ihnen, glaube ich, auch bekannt. Das Eschentriebsterben fordert hier seinen Tribut. Aber wenn man sich, ich gehe nochmal auf das letzte Bild, das Bild anschaut, das Bild ist schön bunt, so wie wir das gerne haben möchten. Also die Baumartenvielfalt und auch die Anteile der einzelnen Baumarten nähern sich immer mehr dem an, was wir uns als Waldbesitzende, als Förster und ich glaube auch, was sich die Politik wünscht. Dann gibt es so einen Begriff, Naturnäheeinschätzung. Das ist nicht so ganz einfach. Naturnähe wird so eingeschätzt, dass man an den einzelnen Punkten der Bundeswaldinventur schaut, wie verhält sich die Bestockung, die man findet, zur potenziellen natürlichen Vegetation. Also es ist nicht so ein ganz einfacher Punkt, den rechnet man hoch. Nichtsdestotrotz ist es mir wichtig, Ihnen mitzuteilen, dass sich insbesondere sehr naturnahe und auch noch bedingt naturnahe Wälder in der Hauptbestockung deutlich vorfinden lassen.
Und was noch optimistischer stimmt, ist eigentlich immer das Thema in der Jungbestockung, also das, was nachwächst, das, der zweite Chart drüben, wo wir sehen, dass das Thema kulturbetont und kulturbestimmt immer kleinere Anteile annimmt und wir gerade im Bereich der Naturnähe weiter voranschreiten. Ein wesentlicher Punkt in der Beurteilung von Wäldern ist auch immer das Thema Totholz, was wir vorfinden können. Sie sehen, dass wir in Thüringen, ich würde mal sagen, so im Mittelfeld liegen mit 28 Kubikmetern je Hektar. Dieses kann man aufteilen zwischen stehend, liegend und nur der Wurzelstock, der noch vorhanden ist. Die Aufteilung können Sie bitte dem Chart entnehmen. Wichtig zu wissen ist, dass wir uns im Mittelfeld befinden, aber dass wir uns auch um 8 Kubikmeter pro Hektar gesteigert haben zur Bundeswaldinventur 2012. Wir haben das nochmal ein bisschen nachrecherchiert, wo diese Totholzanteile herkommen. Und das ist nicht so ganz überraschend, dass viel Totholz natürlich durch die Nadelbäume kommt. Also das, was wir draußen stehen haben an Durchständern, an Hochstuppen, die es auch schon 2021 und 2022 gibt, spiegeln sich hier natürlich mit wider. Aber auch im Bereich der Laubbäume ohne Eiche haben wir einen Anstieg zu verzeichnen und selbstverständlich auch in der Eiche, auch wenn das eher kleinere Anteile annimmt. Und auch das kann man noch präsentieren, das Totholz kommt auch sehr unterschiedlich in den Eigentumsformen vor. Den größten Anteil findet man prozentual im Bundeswald vor mit 34,6 Kubikmetern pro Hektar, spiegelt sich ein bisschen in dem Nutzungseinschränkungsthema wider. Danach kommt schon der Staatswald des Landes mit 31,6 Kubikmeter pro Hektar. Danach folgt, oder fast gleichrangig, der Körperschaftswald und der Privatwald. Bei allen sehen wir aber einen Anstieg zur Bundeswaldinventur 2012. Ja, und jetzt habe ich nochmal das Thema Jungbestockung mitgebracht. Das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt bei der Naturnähe. Jetzt hier nochmal aufgezeigt, wie sich die Jungbestockung überhaupt wiederfinden lässt. Vielleicht da noch ein paar Zahlen dazu. Ein Drittel des gesamten Holzbodens sind mit Jungbestockung bestockt. Das klingt jetzt ganz furchtbar. Es handelt sich hier um Pflanzen, die zwischen 20 Zentimetern und 4 Meter Höhe groß sind. Also kleine Bäumchen bis so doppelt so groß, wie man selber ist, Bäumchen, die in der Verjüngung vorzufinden sind. Im Verhältnis zur Bundeswaldinventur sind das 11,5% mehr, also ein guter Anstieg. Von dieser Jungbestockung liegen 88% unter Altbeständen, jedenfalls zum Aufnahmezeitpunkt. Also ein gutes Investieren in risikoreichere Zeiten. Und auf 11% wurde damals die Jungbestockung schon als Hauptbestand aufgefunden. Das bedeutet, dass also auf 11% der Fläche dieser Jungwuchs, diese Jungbestände oder diese Jungbestockung praktisch ohne Dach dastanden und praktisch die nächste Generation schon eingeleitet haben. Zum Aufnahmezeitpunkt waren 96,4% dieser Jungbestockung aus Naturverjüngung herausgegangen. Also das ist der ganz, ganz große, überwiegende Faktor. Der Rest geht dann aus Saat oder Pflanzung hervor. Wie sich das Verhältnis gegebenenfalls ändern wird, werden wir dann in zukünftiger Zeiten sehen. Was Sie hier sehen, deswegen tragen wir das immer auf, so ein bisschen eine wilde Folie, ist, wie sich die Jungbestockung darstellt. Und da sehen wir, wenn wir von Buchentypen, Fichtentypen und anderen Typen sprechen, sind das immer Mischbestände. Und der überwiegende Teil unserer Jungbestockung, ich hasse das Wort, also unserer Naturverjüngung, sage ich jetzt einfach mal, und der anderen Verjüngung, die wir gepflanzt haben, liegt in Mischbeständen. Also das Thema Reinbestand, zumindest in der Verjüngung, geht immer weiter zurück und das über alle Eigentumsformen hinweg. Ja, und jetzt kommen wir noch so ein paar
forstlichen Kennzahlen. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, dass man auf den Stichtag ein bisschen achtet. So wie Volker Gebhardt das schon präsentiert hat, spreche ich hier von Zahlen von vor 2 bis 3 Jahren. Das muss man einfach sehen. Und wir sehen hier einmal den Vergleich der unterschiedlichen Bundesländer. In den Absolutzahlen liegen wir natürlich relativ weit hinten. Wir sind ein relativ kleines Bundesland mit relativ wenig absoluter Waldfläche, anteilig natürlich schon schön deutlich. Wenn wir uns aber anschauen, wie der Vorrat je Hektar aussieht, liegen wir gut, immer noch gut im Durchschnitt mit 327 Vorratsfestmetern je Hektar. Dieses ist aber ca. 18 Vorratsfestmeter weniger als 2012. Also der Vorrat hat sich schon in den Zeiten der Käferkalamität, die wir aufnehmen konnten, schon abgesenkt um 18 Festmeter. Man muss jetzt dazu sagen, nach der Bundeswaldinventuraufnahme hatten wir so ca. 9 Millionen Festmeter noch drauf, sodass der Vorrat mit Sicherheit niedriger im Moment aussieht. Aber zum Stichtag, und deswegen es ist ein Stichtagsgeschäft, so wie hier präsentiert. Und der Vorrat ist insbesondere zum Stichtag bei der Fichte noch sehr, sehr hoch gewesen mit 327, ich will mal gucken, vielleicht kann ich auch mal. Mit 327 Vorratsfestmetern, aber wir sehen, dass auch die anderen Baumarten gut mitspielen beim Vorrat, wie zum Beispiel die Buche. Wir schreiben noch, weil wir da absehen, dass mit Sicherheit der Fichtenvorrat deutlich nach unten gehen wird. Ja, über die Fichte habe ich schon gesprochen, aber wir haben natürlich auch bei der Esche eine Abnahme des Vorrates. Alle anderen Baumarten sehen Sie hier wieder prozentual zur Bundeswaldinventur 12, wo wir größere Zunahmen und Abnahmen hatten. Wir sehen, dass prozentual die Tanne und die Douglasie mehr Raum einnehmen. Wir sehen, dass die Ahorner mehr Raum einnehmen und auch die Eiche doch deutlich gewinnen kann. Bei der Buche ist es gar nicht so viel. Und kommen wir nun noch zu einem Thema, was sehr kontrovers immer wieder diskutiert wird. Wie entwickelt sich der Zuwachs? Und wir sehen hier einmal den Zuwachs, einmal der BWI 12, also die Periode 2002 bis 2012. Dort hatten wir in diesem Zeitraum einen Zuwachs je Jahr und Hektar von ca. 11. Was ich da hinten geschrieben habe, das ist der Stichprobenfehler, also das schwankt immer ein bisschen. Und wir sehen, dass wir in der jetzigen Periode einen deutlichen Zuwachsrückgang haben, und zwar um mehr als 2 Festmeter je Hektar und Jahr. Diese Kohlenstoffinventur, die Volker Gebhardt vorhin angesprochen hat, die wird alle immer zwischen den Bundeswaldinventoren angesprochen. Und wir konnten deutlich feststellen, dass bis zur Kohlenstoffinventur der Zuwachs eigentlich relativ vergleichbar war, dann aber mit Einsätzen dieser Extremwetterperiode, also dieser deutlichen Klimawandelanzeichen auch im Wald, hat der Zuwachs deutlich abgenommen, sodass das jetzt die Mischzahl darstellt. Und Sie sehen, dass das in allen Baumarten in unterschiedlicher Größe, aber über alle Baumarten hinweg so ist. Und als letzten Punkt, auch das nehmen wir in der Bundeswaldinventur immer auf, ist, wie hat sich die Nutzung entwickelt in diesen 10 Jahren. Und man muss sagen, von 2012 bis 2022 hatten wir durchschnittlich, diesmal ist der Durchschnitt tatsächlich ein wenig unser Feind, eine Nutzung von 9,4 Kubikmeter je Hektar und Jahr. Wir sehen aber einen deutlichen Einfluss ab 2017. Denn wir haben da tatsächlich nochmal diese Kohlenstoffinventur auswerten lassen vom Bund. Wir hatten also eine Nutzung von 2012 bis 2017 von 6,6 Kubikmeter, also deutlich niedriger als der eigentliche Zuwachs. Aber ab 2017, 18 bis 2022 eine Nutzung von 12,1 Kubikmeter je Hektar und Jahr. Und dann ergibt sich halt so ein Durchschnittswert von 9,4. Aber Sie sehen, dass dieser sehr, sehr hohe
Nutzungsanteil ab 2017/18 massiv sanitätshiebsbedingt ist, also da, wo wir versucht haben oder versuchen, mit Sanierungsmaßnahmen die Borkenkäferkalamität zumindest einzugrenzen. Das sehen Sie genau an diesen Zahlen. Ja, und damit würde ich Sie nicht weiter quälen mit unendlichen Zahlenketten. Und ich denke, wir würden jetzt für verschiedene Fragen gerne noch zur Verfügung stehen. Ja. Ich hätte gleich einfach die Frage, was ist denn Ihr Summary? Wie würden Sie denn die Lage einschätzen? Ist es nicht hoffnungslos oder besser? Gerade wenn Sie die ganzen Jungwälder anschauen, die Baumartenvielfalt, die zugenommen hat, kann man optimistisch sein. Es wird natürlich der Schaden mit den Borkenkäfern und auch der Schaden in den Altbuchen wird weiterlaufen. Die alten Wälder werden natürlich weiterhin Schäden davontragen. Hängt natürlich auch ein bisschen immer an dem Wetterablauf der nächsten Jahre. 22 war schon ein sehr feuchtes Jahr, 23 noch viel besser, also deutlich über den langjährigen Mitteln. Und wenn man die Zuwachswerte allein aus 23 wieder messen würde oder jetzt in 24, die würden wahrscheinlich wieder hochgehen, ne? Aber das ist eben halt eine 10-Jahres-Turnus. Dort haben sie abgenommen. Klar, wir haben 4-5 Jahre Trockenheit. Aber insgesamt die Entwicklung, die Vorausfolgung, die da ist, die Naturfolgen, die sich einstellt, baumartenreicher, die Zunahme zum Beispiel bei der Eiche, bei den sonstigen Laubarten oder bei Tanne oder Lärche, das ist wirklich optimistisch, weil unter Altbeständen wäre das schwierig gewesen, diese Baumarten so zu fördern, wie sie jetzt momentan sich darstellen. Herr Kellermann, kann man das Ergebnis, also jetzt rein von den Fakten her, so zusammenfassen, dass man sagt, die Waldfläche ist gleich geblieben, aber auf dieser Waldfläche stehen weniger Bäume? Also die Waldfläche ist gleich geblieben. Das ist, glaube ich, auch ein forstpolitisches Ziel in Thüringen, die das Ministerium ja oder auch die Landesregierung vorgibt. Wald soll nicht abnehmen. Wir wollen die Waldflächen erhalten. Ja, und auch wenn jetzt die Altbestände absterben, der Wald ist ja noch da. Ja, der Waldboden ist ja noch da und wir haben ja wieder neue Bäume. Mit der Stückzahl ist immer so eine Sache. Natürlich sind heute viel, viel mehr Bäume da als vor 10 Jahren, weil natürlich in Naturführung haben sie 50, 60, 80.000 Pflanzen auf dem Hektar, wenn die gut läuft. Ja? Und verloren haben sie 300, 400, 500 Bäume auf dem Hektar altes Holz. Also nach der Stückzahl kann man nicht gehen. Man sollte wirklich gucken, welche Baumarten sind da, wie weit sind diese gemischt. Ja? Und das sind eigentlich die wertgebenden Fakten. Und ansonsten, wie gesagt, die Schäden gehen weiter. Wir werden schauen, wie das mit dem Wetter in den nächsten Jahren ist. Vielleicht erholt sich die eine oder andere Baumart. Vielleicht kommen wieder Zuwächse, größere, aber das ist dann sozusagen auch der nächsten Inventur vorbehalten, das festzustellen oder anderen Zwischeninventuren. Aber aus den letzten Jahrzehnten, wo wir die anderen Bundeswaldinventuren ausgewertet haben, da war immer ganz klar, die Waldfläche ist auch konstant geblieben oder leicht gestiegen, aber die Vorräte sind mehr geworden, das war immer der Tenor der letzten Jahre, es ist immer mehr Vorrat da, die Wälder sind älter geworden, das kann man so nicht mehr pauschal sagen, ja? Weil wir ja gerade in den Vorräten der alten Wälder jetzt doch deutliche Verluste hinnehmen mussten durch den Klimawandel. Herr Hesse, Herr Lehrmanns, ich erinnere mich, war vor einem Jahr am Kickelhahn wandern und da hat mich schon erschreckt, wie kahl das da alles ist. Aber Sie machen mir Hoffnung, ja, oder auch den Menschen Hoffnung, also dass Jungwald da wächst und dass wir dann irgendwann wir werden es nicht mehr erleben, aber wirklich auch Instand, den bald wieder haben werden. Sie sollen ja noch ein paar Tage durchhalten. Deswegen nehmen wir mal, die Geschichte wiederholt sich. Ne? 45, Sturmereignis, Käfer. Wenn Sie alte Fotos vom Thüringer Wald, von den Gipfeln des Thüringer Waldes sehen, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, da ist kein Baum drauf. Die Berge sind weiß, also nicht durch Schnee, sondern weil sie abgedeckt waren, keine Wälder drauf und teilweise auch noch Erosion, dass der Boden abgetragen ist, wenn sie über mehrere Jahre nicht aufforsten. Ne? Die Männer waren im Krieg, es gab auch nicht viel und es gab eine riesige gesellschaftliche Aktivität, die bis Mitte der 50er Jahre ging. Ich glaube, die letzten Aufforstungen sind 56 gelaufen, wo in jedem Bezirk dann in Thüringen, über unser Land, Zehntausende von Leuten ganze Jahre beschäftigt waren, wieder Erde nach oben zu tragen und wieder Pflanzen zu pflanzen.
Ja, und die Wälder sind heute wieder grün. Und wenn Sie auf dem Kickelhahn sind, gehen Sie die paar Meter weiter oder gehen an den Aussichtspunkt oder gehen an die Goethehütte und schauen auf die Täler, dann sehen Sie natürlich diese riesigen Schadflächen, aber Sie sehen auch, dass ganz viele junge Wälder da sind. Ja? Und die Wunden werden sich wieder schließen. Und das geht relativ zügig. Ja? Innerhalb von 10 Jahren haben Sie wieder, in den meisten Fällen, einen Wald, der schon wieder fast stubenhoch ist. Ja? Und wenn Sie Vorausfüllungen haben... Der Schneekopf ist schon immer baumfrei. Wir sind auf 1000 Meter Höhe fast. Unterhalb vom Schneekopf, da war, ich glaube, das ist die südliche Richtung. Ja. Nördliche Richtung ist das. Schneekopf ist genau dieser Fall, was ich gesagt habe. Nach 45 alles kahl gewesen. Und man hat nach 45 wieder mit Fichte aufgeforstet. Im Zweifelsfall auch mit ungeeigneten Herkünften. Aber diese Wälder waren jetzt so 50, 60, 70, 80 Jahre alt. Hoch bestockt und damit dunkel. Und damit haben sie auch keine Verjüngung drunter. Ja, das hängt eben dann auch immer an den Baumarten und an dem Alter, was großflächig da ist. Ja. Aber optimistisch eben der Ausblick, baumartenreicher waren unsere Wälder zumindest in den letzten 150, 200 Jahren nicht. Ja, und der Wandel weg von den Reinbeständen im Nadelholz hin zu mehr Mischung, hin zu mehr Laubholz, ist eben jetzt schon statistisch feststellbar. Und wir arbeiten ja alle dran, die Waldbesitzer wie Thüringen Forst, dass wir vor allem eben diese Zielbaumarten heutzutage pflanzen oder eben auch entsprechend fördern. Es wird natürlich eine gewaltige Herausforderung, diese 100.000 Hektar, die jetzt Jungwälder sind, auch zu pflegen und eben auch zu verteidigen sozusagen gegen die Wildbestände. Ja, denn das, was jetzt gekommen ist, Baumartenreichtum, den wollen wir auch erhalten. Den wollen wir uns nicht wegfressen lassen. Ja, das Thema wird aber in der Bundeswaldinventur nicht aufgenommen. Frau Schiedlow. Herr Eppert, die Aufforstung der Drohne ist ja so ein Thema, was immer aktueller wird oder immer mehr kommt. Können Sie da schon was dazu sagen? Zum Beispiel in Schwarzer teilweise ist es passiert. Wie sehen da die Beobachtungen aus? Funktioniert das gut? Vielleicht kann auch dann Frau Geißler noch ein bisschen ergänzen, weil wir haben natürlich auch Drohnen angeschafft. In den ersten Jahren, das läuft jetzt bestimmt schon 10 Jahre, ne? Viel zur Erfassung von Schadflächen und so weiter, weil wir keine Menschen rumschicken wollen, um Schadflächen aufzunehmen. Ja, weil die gehen auch immer weiter, deswegen mit so einer Drohne hat man schnell eine größere Flächeübersicht. Mittlerweile geht es natürlich immer mehr zu technischen Anwendungen. Nicht nur drauf gucken und was feststellen, sondern heutzutage haben sie die Entwicklung Wärmebildtechnik in Richtung Yachten und irgend sowas, ja, geht. Sie haben die Entwicklung bei den Drohnen zu Pflanzmöglichkeiten, wobei das eher Saaten sind, ne, wo man solche Bodenmaterialkugeln mit entsprechendem Saatgut sozusagen über die Fläche abwerfen kann, vor allem da, wo man schlecht hinkommt, aber eigentlich dann geeignet, wenn Sie nicht so viel Vegetation drauf haben. Wenn Sie solche Bodenkugeln mit 2, 3, 4, 5 Saatkörnern in eine Rasendecke reinschmeißen oder in eine dichte Vegetation von Brombeere, dann passiert auch nicht viel. Also vor allem gerade nach Waldbränden oder sowas, dann sind Drohnensaaten natürlich, wenn der Oberboden frei liegt, durchaus geeignet, um schnell Bestockung reinzubekommen. Aber alles, was sich da technisch entwickelt, werden wir auch entsprechend mit anwenden. Aber die Masse ist momentan Naturverjüngung. 2/3 der Schadflächen läuft über Naturverjüngung, über viele Baumarten und 1/3 über alle Waldeigentumsformen versuchen wir aktiv, zusätzliche Baumarten reinzubringen. Wenn Sie keine Altbäume da haben, können Sie auch kein Saatgut von Altbäumen da haben, ja, im Laubholz oder in Sonderbaumarten. Die müssen wir halt pflanzen und auch schützen. Ja, der Kollege vom Evangelischen Messedienst. Vielleicht ist es in den ersten 5 Minuten meiner Abwesenheit schon gesagt worden, aber gibt es da regionale Unterschiede in Thüringen oder gilt die Bundeswaldinventur in Thüringen sozusagen das, was Sie sagten, grundsätzlich für alles in den Gruppen zu? Also es sind für das Land gesicherte Daten, aber da gehe ich jetzt auf dünnes Eis, da gebe ich mal lieber an die Frau Geißler, an die sozusagen die Inventurleitung bei sich im Hause ab. Aber je kleiner teilig werden sie werden in Fragen, umso höher müssen sie ein Stichprobennetz machen. Ja? Die Waldinventuren, die wir machen, also für Forsteinrichtungen, die machen wir auf alle 2 Hektar haben wir Inventurpunkt. Da können Sie ganz regional auf den einzelnen Berghang zum Beispiel dann auch Aussagen treffen. Aber bei den BBI-Daten, glaube ich, wird es eng. Aber ja, ist so. Also wir können Aussagen für Thüringen treffen und wir können Aussagen
Treffen für die Waldbesitzabend, die ich vorgestellt habe. Und danach wird es so schwammig, dass der Anteil des Fehlers so hoch wird, dass die Aussage verwischt. Also geht tatsächlich nur für die Eigentumsform in Thüringen und für Thüringen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, 2800 Aufnahmepunkte, wenn Sie jetzt ein Sturmereignis haben, was lokal irgendwo reinschlägt und Sie haben dort 30 oder 40 Punkte, die dann völlig anderes Ergebnis bringen, wird aber in der Summe die Veränderungen relativ klein bleiben. Ne? Für regionale Sachen weniger geeignet. Herr Kellermann, bei der Naturverhinderung kommt denn da ein forstlich nutzbarer Wald raus oder ist das dann wirklich so ein Wildwuchs mit Birken, den Sie eigentlich gar nicht anfangen können? Jetzt bringen Sie die ganzen Birkenfreunde gegen sich auf. Erstens, jede Baumart ist nutzbar. Und was in 5 oder in 10 Jahren an technischen Nutzbarkeiten da ist, das wissen wir auch noch nicht. Also wir sehen natürlich, wo die Entwicklung hingeht. Ganz viele Holzprodukte werden heutzutage schon hergestellt, indem sie das Holz auflösen und zerlegen in seine Bestandteile. Ja? Ich denke da an die Ligninproduktion momentan bei Mörser, die sozusagen aus der Zellstoffgewinnung, aus der Ablage, die man verbrennt bisher und energetisch nutzt, da können Sie hunderte von neuesten, modernsten Werkstoffen machen. Sprich, Sie brauchen also dann nicht 150-jährige alte, dicke Bäume, die 1 Meter breit sind, sondern das wird technisch sicherlich im Sinne der Waldeigentümer auch mit jüngeren und Baumarten oder mit jüngeren Holz gehen, auch mit anderen Baumarten. Ja, deswegen für die Zukunft ist mir da überhaupt nicht bange. Und die Wirtschaft wird sich dann entsprechend auch umstellen müssen. Wenn wir jetzt einen Großteil der Fichte verlieren, dann werden sich viele Säger, die momentan eben Nadelsägeholz produzieren, mit Lärche, mit Kiefer anfreunden. Und diese Baumarten sind schnellwüchsig, die bringen auch innerhalb von 20, 30, 40 Jahren schon wieder das erste Nutzholz, was man im klassischen Sinne nutzen kann. Ja? Aber was stofflich dann heutzutage oder in 5 bis 10 Jahren schon geht, das wird deutlich weitergehen. Viele Textilien machen sie heute aus Industrieholz, der Buche aus Fasern. Da brauchen sie keine 100 Jahre alten Buchen, sondern 10, 20, 30 Jahre reichen. Und dieses Holz können sie auflösen und dann dort hochwertige Fasern produzieren. Das machen ja heute schon mehrere Firmen. Frau Hartmann, Sie haben schon eine Frage. Ja, soll ich noch weiter mit Holz heizen? Wie sehen Sie das als Forstleute? Ja, es ist 100-mal besser, als wenn Sie Erdöl verbrennen oder Kohle, ne? Aus meiner Sicht. Und Holz wärmt immer mehrfach, wenn Sie es machen, und ja, wenn Sie es verbrennen nochmal und so weiter. Also die Waldbesitzer sind natürlich für Holznutzung im Brennholzbereich, im energetischen Bereich. Aber eben auch, erstens muss es ordentlich behandelt sein, sprich, Sie dürfen kein nasses Holz verbrennen, ja, ordentlich gelagert, ordentlich getrocknet und großindustriell natürlich Kaskadennutzung. Ja, also erstmal langzeitige Bindung des Kohlenstoffs in Produkten, in Dielung, in Möbeln, im Bausektor, also in den Wänden, in den Dächern und danach irgendwann auch die energetische Nutzung. Sie können sich noch ein paar Fragen überlegen. Ich würde in der Zwischenzeit den Geburtstagskind von heute, dass Sie nicht denken, Sie kommt ungeschoren davon. Ja, Frau Geisler, erstmal ganz herzlich zu Ihrem Geburtstag gratulieren und ihr danken, dass sie heute hier ist. Dankeschön. So, das wissen es alle. Aber sie gibt da keinen aus. Wir laden Sie natürlich dann zum Kaffee unten, zum Glas Sekt, wenn Sie möchten, oder ein Glas Wasser. Oder entsprechend zum kleinen Imbiss noch gerne ein. Ja, ich schaue in die Runde. Es sind noch weitere Fragen. Nein? Dann.